Hallo ihr Lieben, ein neues Plan mit mir Video und ich starte die GoPro jetzt. Gut, das Erste, was ich sagen wollte, ich habe eine Verwendung für die Kalender gefunden, wo ich ja zuerst geplant habe und dann festgestellt habe, dass es so nicht funktioniert, weil es zu dick wird und so weiter. Ich werde Morning Pages machen. Ich weiß gar nicht, ob man im Deutschen da Morgenseiten sagt. Die Idee dahinter ist, man schreibt einfach ein, zwei Seiten in der Früh und schreibt sich alles von der Seele weg, was einem so einfällt, damit das sozusagen weg ist, damit man daran nicht mehr denken muss und auch vielleicht, um sich einiger Dinge klar zu werden. Und da habe ich ja noch viel Platz in meinem Planer und da schreibe ich einfach da bei Januar, wo ich aufgehört habe zu planen, schreibe ich dann weiter und dann habe ich noch das hier. Das ist ja mein Tagebuch und Tagebuch habe ich ja festgestellt, das möchte ich in 6 Sprachen haben, das möchte ich für den Wanderführer haben, deswegen macht das keinen Sinn. Selbst wenn ich sehr deutlich schreibe, dann ist es trotzdem für das iPhone, also Google Lens, schwierig, das zu lesen. Deswegen, das nehme ich auch für, ich nenne es jetzt mal Morgenseiten, auch wenn es vielleicht normalerweise nicht so übersetzt wird. Und dann habe ich noch diesen Tagesplaner hier. Den kann ich dafür auch hernehmen. Und da habe ich schon Seiten rausgerissen. Und es ist eigentlich völlig egal, welches Datum da oben steht. Das wird dann eh irgendwann weggeschmissen. Das geht rein um den Effekt, dass man ja, das sich von der Seele schreibt, was einem so auf der Seele liegt. Auf der Leber wächst, über die Leber läuft. Egal. So, und ihr seht, ich habe hier das von gestern noch mal neu gemacht. Und ich zeige euch das von gestern noch mal kurz. Aber ihr könnt euch das Video auch noch mal anschauen. Ich habe es einfach noch mal anders aufgeschrieben. Und zwar so, dass man sieht, es gibt auf Polyglot Parkett Laufit 4 Serien und auf Polyglot Mona 4 Serien. Auf Polyglot Parkett Laufit ist 2-sprachig, auf Polyglot Mona 6-sprachig. Also auf Polyglot Parkett Laufit ist auch 6-sprachig, aber jeweils 2 zusammen in einem Video. Und auf Polyglot Mona ist immer nur 1 Sprache in einem Video. Aber trotzdem gibt es das 6-mal in 6 verschiedenen Sprachen. Genau, und man sieht dann, 2 der Serien auf Polyglot Mona haben wiederum eine Untergliederung in 4 Teile jeweils. Und das sind die 2 Serien, die es auch auf separaten Kanälen gibt. Also einmal die 365 Schritte, die gibt es eben auf 6 verschiedenen Kanälen in 6 verschiedenen Sprachen und da spreche ich selbst und ich bin zu sehen, wie ich rede. Während auf Polyglot Mona das zum Mitlesen ist, da bin ich nicht zu sehen und Muttersprachler haben das korrigiert und sprechen das. Das ist zum Sprachenlernen. Und das Gleiche ist mit der Serie Leben im Auto. Die gibt es dann eben auch auf den 6 Kanälen, wo ich selbst spreche. Und auf den Kanälen ist jetzt schon was drauf. Also ihr könnt jetzt schon da reinschauen. Genau. Und jetzt mache ich das, was ich eigentlich gestern machen wollte und wo ich gemerkt habe, ich muss aber erst was anderes vorher machen, nämlich die Übersicht. Es gibt noch ein Ding, was ich vorher machen wollte, bevor ich diese einzelnen Dinger da machen will. Und zwar
was ich täglich machen will. Also meine Morgenroutine. Und da nehme ich jetzt auch solche Kleeblätter. Für jede Aktion, die ich morgens mache, ein Kleeblatt. Und ich weiß nicht, ob das auf eine Visitenkarte passt. Da muss ich schon sehr klein schreiben. Ich klebe jetzt erstmal 4 hin, weil ich gar nicht weiß, wie viele es eigentlich genau sind. Also, wenn ich morgens aufstehe, was mache ich dann als erstes? Und will ich das so beibehalten? Oder will ich das ändern? Also okay, dass ich ins Gebüsch gehe, muss ich nicht schreiben. Oder falls ich auf einem Campingplatz bin oder irgendwo, wo es eine Toilette gibt, dann einfach auf Toilette gehen. Morgens duschen tue ich eigentlich fast nie. Das mache ich eigentlich fast immer abends. Ich sollte auch eine Abendroutine eigentlich machen. Aber Abendroutine ist eigentlich nicht viel. Das ist eigentlich nur duschen und umziehen und Zähne putzen und ins Bett gehen. Außerdem ist Duschen nicht jeden Abend. Manchmal ist morgens nicht duschen, sondern baden. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten mag. Und das ist in Verbindung mit einem Spaziergang natürlich, weil ich parke normalerweise nicht direkt neben einem Fluss. Und wann mache ich diese Morgenseiten? Ich würde sagen, nachdem ich mich bewegt habe, oder? Aber Morgenseiten ist doch was Negatives, aber man sollte nicht mit was Negativem anfangen. Ich könnte die Morgenseiten im Café machen, wo ich jetzt den Wanderführer immer mache. Aber das kann ich parallel machen. Das ist schwierig. Ich packe mir schon wieder zu viel in den Tag. Dann ist meine Morgenroutine mittags fertig. Ich muss das dann einfach zeitlich begrenzen. Okay, also ich fange an mit einem Spaziergang. Oder einer Wanderung, falls der Fluss wirklich weit vom Parkplatz entfernt ist. Oder der Wasserfall oder was auch immer, wo ich baden will. Und dann ist das Highlight des Morgens ist das Baden im Fluss. Es kann auch im See mal sein, aber Fluss ist grundsätzlich sauberer und ich liebe Flüsse mehr. Vor allem die mit steinigem Flussbett. Genau, also Spaziergang und Baden im Fluss. Und dann würde ich sagen, Frühstück. Sollte ich während des Frühstücks laden oder vor dem Frühstück laden oder nach dem Frühstück laden? Es kommt halt drauf an, ob die Ladesäule in der Nähe eines Cafés ist, beziehungsweise umgekehrt, ob es in der Nähe einer Ladesäule ein Café gibt. Aber es kommt aufs Gleiche raus. Ich mache das als 2 Punkte, die austauschbar sind. Also ENIAC laden. Und Kaffee. Schreibe ich das als einen Punkt auf oder schreibe ich auf, was ich da alles mache? Ich könnte das so machen und dann Unterpunkte machen. Mit den Punkten hier. Ja, also Kaffee. Und natürlich könnte ich das auch im ENIAC machen, aber ich muss ja dann auch irgendwo auf Toilette. Und damit ich auf Toilette in einem Café gehen darf, muss ich dort Kundin sein, da muss ich irgendwas konsumieren. Und natürlich gibt es manchmal öffentliche Toiletten, aber sehr oft gibt es keine. Deswegen, Kaffee ist immer die sicherste Option. Und dann ist es auch so, wenn ich langsam lade mit dem ENIAC, dann kann ich nicht gleichzeitig heizen. Und in den Breitengraden, wo ich mich meistens rumtreibe, ist es normalerweise morgens so kalt, dass das nicht angenehm ist, wenn man ohne zu heizen einfach im Auto sitzt. Deswegen ist es besser, ich bin im Café. Und was mache ich im Café? Also einmal natürlich frühstücken.
Ist ja klar. Es wäre gut, wenn es gesund wäre. Zum Beispiel Rührei. Wenn es das nicht gibt, ein Käsekuchen oder so. Und ich glaube, eine heiße Schokolade gibt es fast nie ohne Zucker. Aber ansonsten wäre halt Kaffee oder Tee. Aber das ist ein anderes Thema, Ernährung. Also, Kaffee, Frühstück. Und während des Frühstücks zuerst die Morgenseiten oder zuerst den Wanderführer? Ich würde sagen, zuerst den Wanderführer, weil der ist wichtiger. Und dann die Morgenseiten. Rot passt gar nicht zu Pink. Lila. So, dann gehe ich zurück zum Auto, nachdem ich auf Toilette war und so. Und da, also je nachdem, ob ich dann schon fertig geladen habe, dann muss ich erstmal wegfahren. Wenn ich noch nicht fertig geladen habe, dann kann ich das da noch im Auto machen. Aber das mit dem Wegfahren schreibe ich jetzt nicht dazu. Das ergibt sich aus der Notwendigkeit, wegzufahren, wenn ich fertig geladen habe. Also was ich noch machen muss, ist auf jeden Fall Uploads. Und zwar ist es einmal ein Badevideo für woanders. Jetzt brauche ich schon wieder die Punkte. Ja, weil. Nee, ich mache das anders. Ich schreibe nicht Uploads. Ja, doch. Uploads für woanders. Und für Monas SUV-Reisen. Und da habe ich einen Short. Da passt überhaupt kein Punkt hin. Sonst wird es zu eng hier. Mache ich so einen Punkt. Ein Short. Und ein Long. Ein langes Video. Und dann natürlich editieren. Und zwar für woanders muss ich manchmal editieren. Das sind wo immer fünf zusammengefasst sind. Die gibt es ja alle 5 Tage eigentlich. Genau. Und Patreon und editieren außerdem. Monas SUV-Reisen, ein langes. Und Patreon. Das ist auch für woanders und für Monas SUV-Reisen. Genau, das wäre die Morgenroutine. Ja, ich weiß, das ist jetzt ganz schön lang. Spaziergang, Baden im Fluss, ENIAC laden, Kaffee, Frühstück, Wanderführer, Morgenseiten und dann Uploads, woanders, Monas SUV-Reisen, Short und Long, editieren, woanders, Monas SUV-Reisen, Long und Patreon, woanders, Monas SUV-Reisen. Ich finde die Unterteilung da unten nicht schön. Ich würde sagen, das sind eigentlich 2 Punkte. Das ist einmal Monas SUV-Reisen, einmal woanders. Sorry, jetzt wackelt die GoPro. Ich will das ja so übersichtlich wie möglich hier zusammenfassen. Und den Stift hier habe ich auf meinem Amazon-Link. Der ist immer der erste Link in jeder Videobeschreibung. Und egal, was ihr auf Amazon bestellt, innerhalb von 24 Stunden, nachdem ihr auf eines der Produkte geklickt habt, ich bekomme auf jeden Fall ein paar Cent Provision, wenn ihr auf Amazon was kauft.
Wenn es länger als 24 Stunden her ist, dann einfach nochmal auf den Amazon-Link klicken. Genau. Vielen Dank. So. Also wie man sieht, kann man das wunderbar wegradieren. Und er schreibt wunderschön deutlich und patzelt nicht rum und so. Also die billigen Stifte, die kannst du echt vergessen. Übrigens, all mein Planungsmaterial ist auch in meinem Amazon-Affiliate-Link. Auch zum Beispiel mein Mini-Drucker. Den kriege ich da jetzt nicht rausgepriemelt, wo ich meine Fotosticker mache. Das möchte ich ja dann pro Visitenkarte einen Fotosticker machen, damit ich mehr motiviert bin. Also, Monas SUV-Reisen. Ich mache einfach so, Doppelpunkt, Short, Schrägstrich, Long. Und woanders die einzelnen und die, wo immer 5 zusammengefasst sind. Da habe ich meine speziellen Abkürzungen dafür. So. Und dann, nach der Morgenroutine, kommt, was ich eigentlich machen will. Und jetzt brauche ich doch noch was, und zwar meine Wochenroutine. Da habe ich auch schon mal was angefangen. Mal schauen, ob ich das noch habe. Das ist dann für die einzelnen Projekte. Hier habe ich eins. Ja, da habe ich mir überlegt, ob ich das wieder so mache. Montag Deutsch, Dienstag Englisch, Mittwoch Französisch. Das wäre eine Idee. Aber ich habe auch... Das habe ich online irgendwo. Da muss ich mal in mein iPad gucken. Das habe ich irgendwie... das habe ich in den Notizen und mir dann selber per E-Mail geschickt. So, den Code muss niemand wissen. So. Ich habe da... Ja, meine Notizen sind chaotisch. Aber... Naja, es gibt einige, die ich längere Zeit brauche. Zum Beispiel das hier November... Solange ich die November-Ausgabe vom Wanderführer bearbeite, um da immer die Orte aufzuschreiben, das finde ich in den Fotos. Und dann gibt es diejenigen, die ich für Instagram benutze und so. Okay. Das sind die Schritte bei jedem Subprojekt. Das ist auch gut. Da habe ich schon mal eine... da ist die restlichen Routinen. Genau, das habe ich nämlich schon mal mir überlegt. Also, die Morgenroutine. Oh, Meditation habe ich auch noch. Je nachdem, wenn es halt regnet, dann ist es doof irgendwie. Und zwar nach dem Baden am Fluss. Das mache ich damit dazu, weil das ist genau der gleiche Ort. Und es gibt zwei Arten von Meditationen, die ich mache. Die einen sind sozusagen geführte Meditationen, die sind auf 365 Schritte. Wenn man nur mitlesen will, dann einfach auf Polyglot Mona. Und da gibt es in 6 Sprachen zum Sprachenlernen. Und wenn man die Meditation sehen will, wie ich da am Fluss sitze und meditiere und das sage... Dann 365 Schritte in der Sprache, in der man sehen möchte, den jeweiligen Kanal. Alle Links in der Beschreibung. Genau, und was habe ich noch? Einkauf.
Ja. Im Prinzip Einkauf vor oder nach dem ENIAC-Laden. Ja, es ist immer jeden Tag. Ich mache das hier beim ENIAC-Laden dazu, weil ganz oft ist es irgendwo in der Nähe von einem Supermarkt. Und wenn nicht, dann muss ich es halt danach machen. Genau, und jetzt meine Woche. Und da habe ich gemischt sozusagen die Haushaltstätigkeiten und die Bewegung. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil ich glaube auch nicht, dass ich jede Woche Fenster putze. Und es macht auch keinen Sinn, am Freitag Fenster zu putzen, wenn es aus Kübeln schüttet. Deswegen denke ich, mache ich die Wochenaufteilung nur für die Tage, wo ich auf jeden Fall mir auch frei nehmen will. Falls ich in München bin, damit ich mit meinen Freunden und meinen Kindern was machen kann. Aber das kann ich trotzdem natürlich auch machen, wenn ich irgendwo anders bin und irgendwo anders arbeite. Also, ich mache das so. Und zwar, wie so ein richtig normaler Mensch, möchte ich am Wochenende gerne frei haben. Also frei im Sinne von keine Unterrichtsstunden. Und da mache ich jetzt auch so eine Unterteilung mit Kleeblättern. Also. Ja. Eigentlich ist das Wichtigste das Wochenende. Und unter der Woche will ich mich halt auf die fremdsprachigen Videos oder Videos in 6 Sprachen konzentrieren. Also, ich schreibe jetzt hier einfach die Woche. Und ich habe mir halt überlegt, ob ich am Montag joggen gehe. Am Samstag wandern, also extrem wandern, und am Sonntag Therme. Ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge und der richtige Abstand ist. Wanderung und Therme ist in der richtigen Reihenfolge, weil nach einer extremen Wanderung ist es gut, wenn man am nächsten Tag sowas wie Schwimmen hat gegen Muskelkater. Und was ist mit Joggen? Wieso wollte ich das am Montag? Weil ich da eventuell noch da bin, wo ich meinen Sohn besuche. Und weil ich weiß, dass ich es dann mache. Deswegen wollte ich das so. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, Dienstag Waschsalon. Das macht schon Sinn, weil das sollte ich auf keinen Fall am Wochenende machen, weil da zu viel los ist. Zumindest in den meisten Ländern. In manchen Ländern ist am Sonntag nichts los, weil die Leute da schlafen und ausruhen. Okay. Aber Auto putzen und saugen, das könnte man eigentlich jede Woche mal machen. Und nicht an dem Tag, wo Waschsalon ist. Ja gut, also ich mache Montag Joggen, Dienstag Waschsalon, Mittwoch Auto putzen, Samstag wandern. Das dann auch zum Beispiel, wenn ich mich mit Olaf zum Wandern treffe.
Und wenn nicht, dann kann ich da, wo mein Sohn wohnt, eine sehr lange Runde gehen, die 24 Kilometer ist. Und Sonntag Therme. Das heißt, Donnerstag und Freitag sind so Tage, wo nichts Besonderes zu erledigen ist. Und dann gibt es noch der Monat, schreibe ich hier. Zwei wichtige Erscheinungstage. Der erste erscheint immer der Wanderführer. Und am 15. das 365-Schritte-Magazin. Und die anderen E-Books erscheinen halt einfach täglich, wöchentlich, wenn sie halt fertig sind. Und jetzt brauche ich noch meinen Wochenrhythmus. Und zwar will ich immer mich eine Woche lang auf eine Sache konzentrieren. Und eigentlich ist es so, ich habe ja jeweils 4 Serien. Die 4 auf Polyglot Parkett läuft und die 4 auf Polyglot Mona. Aber bei den 2 sind es jeweils auch 4, eigentlich sind es 14 Serien. Deswegen habe ich auch schon überlegt, ob ich einfach die Hälfte des Monats sozusagen die Serien nacheinander durchmache und dann in der Mitte des Monats nochmal neu anfange. Also quasi von 1. bis 14. die Serien einmal durch und dann von 15. bis 28. nochmal durch. Dann gibt es sozusagen von jeder Serie 2 Videos pro Monat. Beziehungsweise wenn ich an einem Tag mehrere Videos machen kann, klar, dann gibt es mehrere. Das heißt, ich könnte das jetzt so machen. Nehme ich jetzt. Habe ich von denen noch welche? Nee, die gehen mir aus. Dann nehme ich lieber die Punkte. Da habe ich, glaube ich, noch mehr. Da habe ich noch genug, ja. Genau, weil dann mache ich nämlich sozusagen jeweils diese 14. Das müsste hinpassen, hier gerade noch so, wenn ich ganz eng die Punkte dahin mache. Immer 2 Zeilen. Ich finde das auch ziemlich... Ich wollte zuerst die hernehmen und jetzt bin ich hier durcheinander. Okay, bei Lila passt dann gut Pink dazu. Und dann nehmen wir abwechselnd Orange und Gelb und Grün, weil da habe ich, ich weiß auch nicht, bei Pink sind auch nicht so viele. Also ich muss Lila doppelt so oft wie Pink verwenden und Türkis doppelt so oft wie Grün und Rot doppelt so oft wie Orange und dann habe ich aber noch das Gelbe übrig. Ich kapiere es nicht. Ich mache es einfach so, wie es geht. Habe ich jetzt alle Farben? Wie viele Farben sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grün habe ich noch nicht. Okay. Ich mache jetzt einfach die gleiche Reihenfolge nochmal. Und es passt nicht hin. Ich hätte weiter oben anfangen müssen. Mist. Ja, so ist es. Fängt man was an
ohne genau zu rechnen und schon hat man wieder einen Fehler, einen Wurm drin. Rosa, Orange, Gelb. Moment, wenn Grün da unten nicht hinpasst, es passt aber oben hin, oder? Es überlappt. Ärgerlich. Ich brauche doch so viele, oder? Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich brauche das. Okay, bei der nächsten Reihe muss ich es besser überlappen. Sonst passt es nicht hin. Das mache ich jetzt gleich daneben. Dann habe ich nämlich einen Monat hier auf einem Blatt. Genau. Ganz leicht immer überlappen. Dann müssten die alle hinpassen. Nur minimal überlappen. Jetzt habe ich nicht den hier, da ist noch einer übrig. Das ist sozusagen der Rhythmus, den ich dann jeden Monat haben will. Das soll dann gleich bleiben. Und da das verschiedene Wochentage sein werden, kann es auch nicht sein, dass ich eine Serie sozusagen immer an einem Tag mache, an dem ich ganz viel Unterricht gebe, sondern es wechselt halt dann durch mit den Wochentagen. So, jetzt hier den letzten Türkisen von dem Papier noch. Und dann haben wir hier nur noch einen lilanen übrig. So, dann haben wir noch rosa, orange und gelb. So, ja, es ist nicht perfekt jetzt, aber es sollte funktionieren. Jetzt muss ich mir nur die Reihenfolge überlegen. Mache ich die jetzt genauso, wie ich das da vorne aufgeschrieben habe? Ja, ja. In der Reihenfolge. Jetzt ist die GoPro ausgegangen. Aber ich mache da ein Foto und füge das ein. Sieht man, wie das aussieht. Ich lege mir das jetzt nur kurz daneben, damit ich das schön abschreiben kann. Tausend V, tausend N, tausend Gs, tausend Geht. Den Wanderführer kürze ich mit www ab. Planung mit pla. Bei 365 haben wir einmal gl für Glück. Dann 365 g für Gesundheit. 365 n für Entspannung. Also en. 365 Le für Lernen und dann Leben im Auto kürzen wir LIA ab. Fahr für Fazit, LIA. Hü für Hygiene, LIA. No für Nomaden und LIA. F und A für Fragen und Antworten. Gut, und das Ganze nochmal und dann steht der monatliche Plan.
Und dann mache ich mir sozusagen pro Visitenkarte, wenn ich die dann habe, wenn ich dann zu Hause angekommen bin, mache ich mir pro Visitenkarte eine zu erledigende Aufgabe. Und dann kann ich die. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Visitenkarte dann mache, wenn ich die erledigt habe. Ob ich die alle aufhebe, um irgendwann sagen zu können: Guck mal, ich habe drei Ordner voller Aufgaben erledigt. Oder keine Ahnung. Möchte ich das aufheben oder nicht? Oder will ich die alle wegschmeißen? Aber ich habe doch da dann diese wunderschönen persönlichen Fotoaufkleber drauf. Ich will die aufheben. So, gut. Das hätten wir. Dann mache ich davon noch Fotos. Und dann habe ich jetzt einmal eine Übersicht, eine Projektübersicht, nenne ich das. Projektübersicht, Masterliste. Dann habe ich meine Morgenroutine. Dann habe ich meine Woche und meinen Monat, welche Sachen sich da wiederholen sollen. Und dann habe ich den Monat, wie ich mir die Videos einteile. Gut. Und im nächsten Plan mit mir Video gibt es dann zu sehen, wie ich die Visitenkarten. Ja, erstmal, wie ich sie auspacke und dann, wie das alles so aussieht, was ich mir bestellt habe. Genau. Ja. Plant ihr auch so gerne? Erzählt mal in den Kommentaren, was haltet ihr von meiner Planung? Und ja, wie plant ihr? Also habt ihr nur digitale Werkzeuge oder Papierplaner oder beides kombiniert? Ich habe dazu auch noch eine Playlist auf Polyglot Mona. Gut, dann schönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.